So, willkommen zurück. Wie im letzten Reaction-Video schon angesprochen, möchte ich mich mal mit dem Thema Tauschmittel für Krisenzeiten also ein bisschen mehr in dieses Thema eintauchen. Das ist ja so ein bisschen fortgeschrittenen Level für Prepping. Ich meine, jeder, der irgendwo Krisenvorsorge betreibt und sich an die Ratschläge vom BBK hält, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist ja damit quasi durch, wenn man für 10 Tage Lebensmittel und Vorräte hat und anhand der Checkliste vom BBK das Ganze mal angeht und abhakt irgendwann mal für sich. Aber für die, die ein bisschen mehr in das Thema eintauchen wollen, kommt man natürlich irgendwann so auf Sachen wie sicherer Ort, Fluchtauto, Fluchtwege und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles so, naja, schon ein bisschen Insider und ein bisschen fortgeschrittenen Level, sage ich es mal. Aber mich interessiert das Thema Tauschmittel. Das Video, was ich gefunden habe hier, heißt 55 Tauschmittel in Krisenzeiten, Krisensituationen, Prepping, Krisenversorgung, Notvorrat von dem YouTube-Kanal Großstadt Autarkie. Kannte ich bis jetzt noch nicht, aber wird Zeit, ne? Das müssen wir uns mal angucken. Und mir fallen jetzt auf die Schnelle eigentlich nur ein paar Tauschmittel ein. Das erste wäre natürlich klar jede Form von Konserven, Lebensmitteln. Zweitens natürlich Alkohol, was ich so von Hörensagen kenne, dass sich das wohl in Krisensituationen gut bewährt hat als Währung. Dann natürlich Tabak, also Zigaretten und so weiter. Oder eben solche Sachen wie Feuerzeuge, ja, was halt klein und handlich ist und sich gut eignet für Geschäfte abzuwickeln, ohne Geld. Ne? Okay, also ich bin gespannt. Das Video geht knapp 9 Minuten und 55. Tauschmittel werden hier vorgestellt. Also ich Teesorten. bin sehr gespannt. Los Hallo geht's. Freunde, da euch meine Videos zum Thema Krisenvorbereitung so gut gefallen haben, gibt es heute mal ein Video zum Thema, welche Tauschmittel sind in einer Krisensituation nützlich? So, und beginnen wir direkt mit der Nummer 1. Da auch in Krisensituationen viele Menschen ungerne Wasser ohne Geschmack trinken, sind Tees und Instant-Getränkepulver als Tauschmittel gut geeignet, wobei Stimmt. einige Teesorten noch heilende Wirkungen entfalten und Instant-Getränkepulver meistens einfach nur süß ist. Ein weiteres super Tauschmittel sind Taschenlampen. Davon kann man in solchen Situationen auch nie genug haben. Es gibt normale Standardtaschenlampen und dann noch extra Prepper-Taschenlampen, Prepper-Taschenlampe. beziehungsweise taktische Taschenlampen, die extrem hell sind und mit denen man den Radius des Leuchtkegels noch individuell einstellen kann. Man sollte zu den Taschenlampen aber natürlich auch immer die passenden Batterien am Start haben. Und es gibt natürlich auch Kurbeltaschenlampen, bei denen man gar keine Batterien zum Aufladen braucht. Genauso wie es Solartaschenlampen gibt. Für Licht und Wärme sind Kerzen ein sehr gutes Tauschmittel. Wenn man sie allerdings ohne Kerzenofen brennen lässt, ist der Heizeffekt nicht so stark wie mit einem Kerzenofen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und auch Laternen sind super nützlich, um die Brandgefahr durch eure Kerzen. Hatte ich tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm als Tauschmittel. Ich meine, ich habe auch etliche von diesen Laternen vom IKEA, damit mir eben die Kerzen in der Wohnung nicht offen benutzen muss. Als Tauschmittel? Okay, ich weiß nicht. Ja, gut. Zu verringern. Und man kann damit natürlich auch ein paar Schritte laufen. Und auch das ist ein super Tauschmittel für Krisenzeiten. Auch Kaffeefilter sind sehr gute Tauschmittel für Krisenzeiten. Echt? Sie können nämlich nicht nur Kaffee filtern, sondern auch Grobstoffe aus dem Wasser herausfiltern, damit eure eigentlichen Wasserfilter. Ja, keine schlechte Idee. Kaffeefilter habe ich auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das als Tauschmittel. Soll ich meinen Vorrat vielleicht noch mal ein bisschen aufstocken? Ich habe von den Kaffeefiltern tatsächlich eine Packung in meinem Prepperregal. Habt ihr ja gesehen, letzte Woche bei dem Video, also wer sich's angeschaut hat. Okay, Kaffeefilter. Kein schlechter Gedanke. Nicht so stark belastet werden. Da für viele Menschen Kaffee sehr essentiell Ja, klar. ist, sind Kaffeebohnen und Kaffeepulver natürlich auch ein sehr gutes Mit Tauschmittel, Sicherheit, da die ja. allermeisten Menschen nur sehr geringe Kaffeevorräte haben und im Gegensatz dazu sehr viel Kaffee trinken. Auch Damenhygieneprodukte sind sehr sinnvoll.
Wie zum Beispiel Damenbinden, eine Menstruationstasse oder zum Beispiel auch Tampons. Und wer beim Leuchten die Hände frei haben möchte, ist mit einer Stirnlampe sehr gut bedient. Ja, Stirnlampe sie eignet sich auch sehr gut. Als Stirnlampen, ganz ehrlich, kann man gar nicht genug haben. Also jetzt nicht 100 Stück oder so, aber so 5 bis 10 kleine Stirnlampen. Ich meine, was kosten die? 10, 11 Euro hier, so kleine von Miltec, muss ja nicht immer das teure Teil sein, hier vom BioLite oder so. Es gibt natürlich auch welche, die deutlich über 100 Euro kosten, aber so diese kleinen, gängigen, ich glaube, ich habe da bestimmt 5 Stück irgendwo immer rumliegen. Also eine im Flur, im Auto ist eine, in meinem EDC ist natürlich eine, in meiner Camping-Ausrüstung, die ich übrigens in einem der nächsten Videos mal ausführlich vorstellen werde. Also die, mein Setup für Licht und Solar und so weiter, das habe ich mir mal vorgenommen. Ja, also das auf jeden Fall macht total Sinn. Das Tauschmittel für Krisenzeiten, da sie in solchen fast jeder gebrauchen kann. Das stimmt. Und kaum jemand hat. Eine Stirnlampe. Also ich bin ja der Meinung, man muss ja nicht unbedingt ein Regal oder eine Box für Tauschmittel einrichten. Das betrifft ja so viele Bereiche, was man als Tauschmittel nehmen könnte. Ja, von Tee, Kaffee, Taschenlampen, Kerzen, Laterne, Kaffeefilter, wie wir jetzt gelernt haben. Und eine Stirnlampe, die haben wir ja sowieso. Klar, wenn man da ein paar mehr hat, ist ein geiles Tauschmittel. Das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Effekt. Brandzündmaterial ist sehr wichtig in einer Krise. Denn in Krisensituationen kann es vorkommen, dass man auch auf nicht ganz getrocknetes Holz zurückgreifen muss. Und dieses ist deutlich schwieriger anzubekommen. Da ist so ein Anzündmaterial Gold wert. Aber auch bei getrocknetem Holz kriegt man das Feuer besser an, wenn man hier dieses Anzündmaterial auf Lager hat. Okay. Auch Zahnstocher sind in Krisensituationen sehr wichtig, da man in solchen kaum Zahnärzte zur Verfügung hat. Habe ich bis jetzt wirklich auch noch nicht auf den Schirm gehabt. Zahnstocher. Gleich notieren. Also das Video geht ja jetzt gerade mal 3 Minuten und ich habe schon wieder so viele Tipps, die ich direkt umsetzen kann in meinen Vorrat. Krass. Cool. Beziehungsweise die Zahnärzte, welche noch arbeiten können, fehlt es oft an Materialien. Deswegen sollte man des Weiteren auch Zahnpasta und Zahnbürsten lagern. Logisch, genauso wie natürlich Zahnseide. Okay. Auch Feuerzeuge sind sehr wichtig, um zum Beispiel das Kaminfeuer zum Leuchten zu bringen. Und auch viele Gaskocher brauchen eine Flamme, um zu starten. Ja. Praktischer wären jetzt natürlich noch lange Feuerzeuge, die zum Beispiel hier noch so einen biegsamen Schlauch dran haben. Hm. Auch Streichhölzer sind sehr gut zum Tauschen geeignet. Richtig. Bei ihnen sollte man aber darauf achten, dass sie sehr trocken gelagert werden. Denn feucht sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Auch Desinfektionsmittel ist sehr wichtig, damit Infektionsrisiken deutlich gemindert werden. Und dieses ist dementsprechend auch eine sehr gute Tauschware. Auch Glocken können eine sehr gute Tauschware sein, wenn man weiß, was man mit ihnen anstellen kann. Okay. Man kann sie zum Beispiel anstatt eine Klingel verwenden und dann ein gewisses Passwort vereinbaren. Zum Beispiel 4 kurze Schläge und 4 lange Schläge. Damit man weiß, dass es auch eine Person ist, die zu einem gehört. Also könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich sowas zu haben im Rahmen der Krisenvorbereitung, Krisenvorsorge, aber als Tauschmittel eine Glocke wäre ich jetzt wirklich echt nicht auf die Idee gekommen, aber okay, cool. Auch Sämereien sind Gold wert. Kurzzeitig vor allem von Kresse, da diese sehr schnell wächst. Aber auch Radieschen, Rettich, Mairüben und Salat wachsen zeitnah. Also würde ich diese auch horten und als Tauschmittel verwenden. Langfristig eignen sich natürlich auch Gemüsesamen, welche länger zum Wachsen brauchen. Auch Stecklinge kann man ziehen und als Tauschmittel verwenden. Genauso wie das Myzel von Pilzen, da man Pilze sehr einfach anbauen kann. Und da Hygiene in solchen Zeiten sehr wichtig ist, sind natürlich auch Müllbeutel ein sehr gutes Tauschmittel. Und auch Nägel und Hämmer sind in solchen Situationen oft sehr gut zu gebrauchen und deswegen auch sehr gut zum Tauschen. Genauso wie Handbohrer, da herkömmliche Bohrmaschinen sehr viel Strom benötigen. Und um die Bohrlöcher zu verbinden, eignen sich in diesen Situationen Dübel. Und auch Trichter sind in solchen Situationen sehr essentiell. Einfach um Flüssigkeiten abzufüllen. Genauso wie Fensterfolie. Zum einen zum Dämmen, beziehungsweise um eine dämmende... Ist ja wirklich an alles gedacht, hä? Fensterfolie. Krass. Luftschicht aufzuspannen. Oder wenn mal ein Fenster kaputt gegangen ist. Damit man immer noch einen gewissen Wärmeschutz hat. Und es hat sich in den letzten 2 Jahren gezeigt, dass sich Menschen ohne Klopapier sehr unwohl fühlen. Deswegen ist Klopapier auch ein sehr gutes Tauschmittel. Wird immer drüber gelacht und so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber
Ist schon wichtig, finde ich. Also. Genauso wie Wattestäbchen. Denn dreckige Ohren hat man nur ungerne. Ja, gut, und wenn der Gehörgang etwas beeinträchtigt ist, gefährdet das natürlich auch die Sicherheit. Daher sind Wattestäbchen auch ein sehr gutes Tauschmittel. Genauso wie Seife. Ja. Diese kann man natürlich auch noch kleiner stückeln und in kleineren Stücken tauschen. Klar. Auch Klebeband und Panzertape kann in solchen Situationen sehr essentiell werden. Genauso wie natürlich Wasserfilter und Wasseraufbereitungstabletten. Ja, gut, da schmutziges Wasser sehr schnell zu sehr ekligen Krankheiten führen kann. Auch Rasierklingen und Rasierer sollte man bestenfalls bevorraten. Und Messer sind natürlich immer ein sehr gutes Werkzeug. Davon kann man nie genug haben. Aufgrund vieler abhängiger Menschen ist Tabak und Zigaretten natürlich auch ein sehr gutes Tauschmittel. Klar. Und Wodka eignet sich nicht nur für suchtkranke Menschen, sondern auch sehr gut zum Desinfizieren. Medikamente braucht der ein oder andere von euch vielleicht auch und auch vielleicht der ein oder andere Nachbar von euch. Mhm. Daher kann man sie auch sehr gut auf kleinem Raum bevorraten. Auch Salz ist ein essentielles Element, das man sehr schlecht selber herstellen kann und deswegen sehr schnell sehr wertvoll wird. Auch Erste-Hilfe-Materialien können sehr schnell sehr notwendig werden und sind daher als Tauschmittel sehr gut geeignet. Und genauso wie Paracord bzw. Bänder und Schnüre und alles, was da reinfällt. Da man in solchen Situationen Dinge eher mal zusammenbindet als zusammenschraubt. Auch Nähzeug ist sehr wichtig, falls man mal einen Riss in der Hose hat oder in der Jacke, denn dann geht sehr schnell sehr viel Wärme verloren. Auch Flickzeug fürs Fahrrad ist ein sehr gutes Tauschmittel, denn in solchen Situationen ist das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl und ein funktionierendes Fahrrad sehr wertvoll. Auch Süßigkeiten können von einigen Menschen die Laune erheitern. Batterien kann man natürlich auch nie genug haben. Ja. Man kann hier natürlich auch noch in Größen und Formen variieren. Und da die Menschen durch Google Maps und ähnliches sehr orientierungslos geworden sind, sind natürlich Stadtplankarten ein sehr schönes Vehikel. Auch Kondome kommen häufiger zum Einsatz, wenn die Menschen nicht Fernsehen gucken können oder durchgehend Zugang zu Internet haben. Aber nicht nur für die eigentliche Anwendungsart sind sie sehr gut geeignet, sondern auch zum Beispiel... Da muss ich immer an das Video von Fritz Meinecke denken, wo er gemeint hat, ich weiß nicht, hunderte von Kondomen hat er in seiner Krisenvorsorgeausrüstung dabei. Ist ja essentiell, braucht man ja, ne? Um offene Wunden am Arm abzudecken. Mhm. Oder man schneidet sich daraus Haargummis, die man nicht nur für die Haare verwenden kann. Auch Kaninchen bzw. Mäusedraht kann sehr wertvoll sein. Wenn man zum Beispiel etwas lüften will, aber nicht gleichzeitig möchte, dass Nagetiere in einen Raum eindringen. Und wenn die Nagetiere dann doch eingedrungen sind, sind Mäuse oder Rattenfallen sehr hilfreich. Auch die Nahrungsergänzungsmittel sollte man nicht vergessen, da man in solchen Situationen nicht immer Zugriff auf alle Arten von Lebensmitteln hat und Nahrungsergänzungsmittel dabei sehr gut ergänzen können. Und auch wenn es mal keine Lebensmittelknappheit gibt, können Nahrungsergänzungsmittel sehr hilfreich sein. Auch Wärmflaschen sind für solche Situationen sehr gut geeignet. Viele Menschen haben zum Beispiel nur eine Wärmflasche pro Haushalt mit mehreren Personen, aber in einer solchen Situation kann man schon mal mehr benötigen. Auch Handwerkzeuge wie zum Beispiel auch Handsägen sind in solchen Situationen sehr essentiell, da man eventuell nicht unbegrenzt Zugriff auf Strom hat. Außerdem können auch Handschuhe sehr nützlich sein. Zum einen für die Hygiene, zum anderen zum Arbeitsschutz und natürlich auch zum Wärmeerhalt. Und diese Masken sind nicht nur bei Krankheiten nützlich, sondern auch bei erhöhter Staubbildung, vor der man sich natürlich schützen möchte. Oder wenn man mit verschiedenen Chemikalien arbeitet. Ich hoffe, die ein oder andere Anregung war hilfreich für euch. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja, das war Bombe. Also ihr habt gesehen wahrscheinlich, ich habe hier mitgeschrieben ohne Ende. Ich muss das, glaube ich, erstmal verarbeiten. Ey, das waren so viel Input, so viele Sachen, an die ich selber tatsächlich noch gar nicht gedacht hatte. Ob das jetzt nur unbedingt immer als Tauschmittel sich eignet, aber Sachen, die tatsächlich rein logisch her in die Krisenvorsorge gehören, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wie Mausefalle oder Mäusedraht oder eine Wärmflasche, Handbohrer, Wattestäbchen, gut, ja klar, aber da habe ich tatsächlich irgendwo eine Lücke noch gehabt. Aber genau dafür machen wir das ja. Ich meine ehrlich, genau dafür ist dieses Format doch gedacht.
dass wir was lernen. Wir gucken, wie machen es andere, die haben sich Gedanken darüber gemacht, haben das auch umgesetzt und zeigen hier Lösungsvorschläge. Und ich finde das klasse. Ich finde das klasse. Das ist absolut cool. Also kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Hatte schon 774 Likes und über 22.000 Aufrufe. Den Kanal abonniere ich auch gerade. Das, denke ich, passt ganz gut in mein Themengebiet Großstadtautarkie. Da können wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere Video nochmal anschauen. Also definitiv gleich mal einen schönen Kommentar hinterlassen. Absolut top. Danke für die vielen, auch für mich, neuen Tipps. Oh, kleiner Schreibfehler. Danke für die vielen Tipps. Okay. GroßTB. Ja, sehr cool. Wunderbar. Also schaut gerne mal auf den Kanal Großstadtautarkie. Ich verlinke das in dem Video natürlich wie immer in der Infobox. Kurze Entschuldigung noch hier für meine Kamera. Da ist ja wieder Akku leer. Das ist unfassbar schnell. Aber zum Glück habe ich ja diese kleine Facecam hier noch, damit das wenigstens hier ein bisschen dann weitergeht. Ich hätte sogar noch eine. Habe ich noch eine? Ich habe doch noch eine, oder? Ach, da oben. Ja, da ist noch eine. Ja, also natürlich muss das auch gebackupt werden. Ja, genau, die hier. Aber die Qualität ist ziemlich mies von dem Ding, ne? Ja, egal. So, okay. Ja, dann vielen Dank für Zuschauen. Wenn euch noch Sachen einfallen zu dem Thema Tauschmittel in Krisenzeiten, wie gesagt, auch das nächste Video, dann nächste Woche, wir sind ja hier aktuell beim Reaction-Video 83. Die Folge 84 wird sich auch mit dem Thema befassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und auch Kommentare hinterlasst. Natürlich Abo nicht vergessen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.